Christian hier bei Curti on Tour. Live aus Sylt heute, meine Lieblingsinsel. Hinter mir ein völlig neues Hotel ist hier entstanden, und zwar ein neues Boutique-Hotel I Love Sylt. Welcher tolle Name. Der Name alleine macht natürlich auch nichts, sondern welche Menschen stecken denn dahinter? Hier kann ich wirklich nur dem ganzen Team und dem Bauherrn der Familie König beglückwünschen. Mit der Frau Julia Ferner, die hier toll Hoteldirektorin ist und Gastgeberin ist. Unten im Erdgeschoss gibt es ein neues Restaurant mit 25 Plätzen, die Hummerkoje. Hier wird auch gefrühstückt. Es gibt 4 Kategorien in dem Hotel. Ich habe oben geschlafen in der Junior Suite. Unten gibt es ein Schwimmbad. Man kann sich massieren lassen. Kleines, feines, individuelles Hotel. Total zentral, 200 Meter zum Strand. Ja, was sind die Highlights des Hotels? Man 24 Zimmer für jeden Anspruch. Exklusive Treckerbetten aus Paris. Bang & Olufsen Soundsystem. Wirklich hochwertigste Ausstattung. Dann eine kleine Minibar und wirklich toll. Meine Empfehlung ist hier das I Love Sylt. Wir schauen jetzt mal rein. Ich persönlich empfehle die Zimmer im 3. Stock. Das sind hier alle Suiten. Ich selber bewohne eine Junior Suite 304 hier mit Boxspringbetten aus Frankreich von der Firma Treckerr. Dann natürlich Blick über den Dächern von Westerland, von Sylt. Toll ist auch eine Nespresso-Maschine. Toll ist auch ein gefüllter Kühlschrank hier mit allem drum und dran. Auch mit wertigen Champagner von Ruinart. Mit einem schönen Weißburgunder von Franz Keller. Fritz Cola und Magnus Wasser aus Sylt. Die passenden Gläser auch dazu. Es ist alles stilvoll gemacht hier. Schönes Farbenspiel, schöne Kombination. Und hier Blick. Die Möwen herb im Hintergrund. Schönes Wetter in Westerland. Die Möwen sind übrigens zurück. Im Winter sind die ja auf dem Wasser draußen und holen sich Futter direkt an oder in der Nordsee. Ja, hier ist das weitläufige Bad. Schön gemacht. Ja, hier im Hotel I Love Sylt erwartet hier im Restaurant Hummerkoje morgens ein wunderbares, tolles, liebevolles, gestaltetes Frühstücksbuffet hier. Mit Fisch, mit selbstgemachten Marmeladen aus der Sylt-Manufaktur und natürlich Backwaren hier vom Bäcker, nicht TK, Waffel, liebevoll eingedeckter Frühstücksraum. Immer Frühstück von 8 bis 11.30 Uhr mit Tee von Ronnefeld, mit einer tollen Franke-Kaffeemaschine, alles was das Herz begehrt. Tagespresse finde ich auch immer schön, dass man ein bisschen einfach weiß, was passiert denn heute. Und lasst euch hier mal inspirieren. Schaut mal rein hier ins I Love Sylt Hotel in Westerland auf Sylt.